guten Morgen, Anna. Schönen guten Morgen, Tobi. Mahlzeit, Mittag. Ja, Feierabendtour, Alpspitze. Genau, für uns ist schon Feierabend heute. Ein Traum, den du schon lange hattest, oder? Ja, schon seit ungefähr 2 Jahren möchte ich gerne mal im Winter auf die Alpspitze. Einer mit Tourenski, das bin ich. Eine Person zu Fuß. Genau. Sport verbindet und ja, mal vielleicht eine Motivation für einige da unter euch. Für dich Corona vielleicht etwas, ja, die Lust verloren haben auf Sport. Und ja, viel Spaß mit den Aufnahmen. Ja, das waren jetzt die ersten steilen Meter. Ja. Jetzt geht es noch mal kurz steil und dann läuft gut. Richtung Torgelhütte Kreuzegg. Genau. Wir sind übrigens aktuell in einer mehr oder weniger Kaltfront drin, die jetzt von Nordbayern nach Süden zieht. Und ja, heute Morgen minus 12, 13 bis minus 21 Grad. Heute oben am Gipfel ist auch mit bis zu minus 17, 18 Grad zu rechnen. Und ja, schauen wir nachher mal, wie das wird. Wir freuen uns drauf und vor allem wenig los, weil keine Bahn fährt. Manche von den Zuschauern kennen dich vielleicht schon von unserem Interview. Manche kennen dich vielleicht, dass ich mal im Podcast bei dir war. Magst du mal kurz erzählen, wer du bist, was du so machst? Ja, ich bin Anna. Bergverrückt, laufverrückt. Ich liebe Ultralaufen, Berglaufen, in den Bergen zu sein. Lebe seit über 4 Jahren in Garmisch mit meinen beiden Kindern und Partner. Bin schon stolze 41 und immer noch topfit. Ich habe das Gefühl, jedem Jahr, dass ich älter werde, ist mehr möglich. Und das will ich, damit will ich euch auch motivieren, ob ihr, wenn ihr auch jetzt ein bisschen älter seid, einfach rauszugehen und Spaß an der Bewegung zu haben und ja, euch auch mal ein bisschen zu fordern, euch anzustrengen. Und ja, macht einfach irre viel Spaß. Ja, ich werde die ganzen Kanäle von der Anna mal unten verlinken. Schaut da mal rein, auch den YouTube-Kanal, soziale Medien, das werde ich alles verlinken. Coaching machst du. Podcast. Vor allem auch vielleicht besonders für die Damenwelt interessant. Ja. Schaut mal vorbei. Und ja, jetzt geht's gleich da hoch. Wird nachher kalt im Schatten, aber wir haben ja alles dabei. Ja, ein Traum heute. Jetzt haben wir die Hochalm passiert. Ja. Über die Hälfte der Höhenmeter. Sinkt's ganz schön ein, ja? Ja, ganz schön. Trotz Grübeln, aber es ist ein bisschen anstrengend. Endspur 300 Höhenmeter und dann machen wir. Sinken wir beide ein. Ich habe ja schon einige Videos veröffentlicht zum Thema Alpspitze, Training, Winter, nochmal Winter, Winterbegehung. Aber jetzt mit der Anna einfach mal jemanden dabei zu haben, der sportlich fit ist. Und ja, du bist einfach mal 11 Jahre älter. Und das war ja im Endeffekt auch irgendwie dein Traum, mal da hochzugehen im Winter. Genau. Und einfach mal euch die Reaktion zu zeigen, die Eindrücke festzuhalten. Vielleicht auch für ja, Damen, die das auch mal machen möchten, für Männer, die sich das vielleicht auch nicht trauen, dass ihr mal so einen Eindruck habt, wie schaut es aus, wie macht Anna sich und ja, jemand, der sehr ambitioniert im Gebirge unterwegs ist. Und das ist vielleicht auch mal schön zu sehen, wie das jemand schafft. So, jetzt sieht man da im Hintergrund die Bernhardinwand, den Bernhardinkopf, hier die schönen Gänge mit 2 Leuten im Aufstieg. Weiter da der Mauerläufer, Klettersteig. Der Voraufbau der Alpspitze. Ja, jetzt geht's da weiter. Und dann später in die Ferrata. Es ist eisig kalt. Unterschätzt man vielleicht, aber wir sind jetzt gerade hier im Moment so minus 14, minus 15 Grad. Und ja, sonnig war es gut. Aber jetzt ist es eisig kalt. Und wir haben auch beide ausreichend Bekleidung dabei. Wir reduzieren unser Risiko. Einfach heute haben alles dabei, auch für Notfall alles. Also wir sind da ganz gut ausgestattet heute. Das war jetzt der 2. Checkpoint heute. Ja, aber ab der Hochalm sehr, sehr anstrengend. Aber machen wir gleich noch einen kurzen Abstieg und dann geht's die Ferrata hoch.
Und ja, sind wir gut im Zeitplan, ziehen uns um, essen was, genau, machen uns hier fertig. Trinken. Es wird nämlich gleich durchgehend kalt, deswegen lieber zu viel dann als zu wenig. Schwitzen ist okay. Ja. Man darf ruhig warm sein und dann sind wir gleich da oben. So, Anna, jetzt haben wir uns umgezogen, alles am Start. Wir gehen heute auf Nummer sicher. Ja. Die Anna hat ein richtiges Klettersteig-Set dabei. Ist halt die Frage, sind wahrscheinlich nicht alle Stahlseile zu sehen. Und ansonsten hat die Anna einen Karabiner. Wir haben auch ein Seil dabei, dass die Anna sich ein bisschen wohler fühlt. Und ja, wenn es vielleicht mal Stellen sind, wo keine Seile da sind, dann kann man irgendwo mobil Stand machen und den Partner sichern. Genau, und im Sommer kenne ich ja die Alpspitze schon zu Genüge, aber der Winter ist halt was anderes. Ne? Genau, man darf es nicht unterschätzen. Es ist jetzt auch nicht dramatisch, aber ist für dich auch schön, das mal zu sehen, oder? Eine Herausforderung auf jeden Fall. Genau, dann greifen wir es mal an, oder? Machen wir. Schöne Stimmung heute mit der Kälte, einfach ein Traum. Und jetzt geht es da noch kurz das Stück bis zu der Kuppe und dann werde ich Ski deponieren und mit der Anna die Ferrata hochgehen. So, das war jetzt für die Anna besonders mühsam hier, weil sie zu Fuß ist. Die Tourengeher haben mir alle ein bisschen hochgespurt. Ab hier sind es dann alle zu Fuß weiter. Schaut ziemlich gut aus, Stress haben wir keinen. Niemand hier. Lawinenlage ist super safe. Das Wetter ist zwar eiskalt, aber ja, dadurch haben wir hier wirklich heute jede Menge Zeit, da hochzukommen. Ohne Stress, tageszeitliche Erwärmung und außerdem nordseitig exponieren. Eingetreten. Ist zwar frisch von heute, aber waren sicherlich 5 bis 10 Leute unterwegs. Ja, einfach ein Traum. So einsam hier. Ja. Geht's gut, oder? Ja. Super. Jetzt kommen nachher mal kurz die Stellen, wo vielleicht das Seil weg ist. Etwas steilerer Stappschnee. Und dann kommt viel Fels und dann sind wir gleich schon oben. Let's go. Super. Da drüben sind die Leitern im Endeffekt immer hier hoch oder hier oben. Geht gleich noch weiter. Die Stellen, wo mehr Schnee liegt, und dann sind wir gleich schon in den letzten Zügen. Ist das für dich ausgesetzt und ein bisschen Adrenalin oder geht's so? Ich muss mein Adrenalin kontrollieren. Das ist es ganz einfach. Ist das Seil angenehmer für den Kopf, oder? Schritt für Schritt und nicht an zu viel nachher denken. Einfach jetzt im Moment den nächsten Schritt setzen. Ist auch schön, wenn man Reserven dabei hat, oder? Genau. Super, hey. Ja, jetzt machen wir den Rest. Ist relativ felsig nachher. Dann sind wir gleich oben. 10 Minuten, dann war's das. Und jetzt nochmal hier die Sonne und der Jubiläumsgrat. Zur rechten Seite, da drüben. Sonnenbrille. Drüben der Jubigrad, Zugspitze. Richtig kalt da oben. Minus 20, minus 21. Jetzt geht's da weiter. Hey, geil. Wahnsinn, ja.
Wir haben echt einen geilen Tag erwischt heute. Richtig nice. Wieder 10 Meter. So Leute, die anderen und ich sind oben. Ich muss wirklich sagen, hat sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ja, mit Seil ist auf jeden Fall besser, wenn jemand sich unsicher fühlt und ist vom Kopf dann einfach was sicherer. Ja, mega geiles Wetter hier. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen höher und dann steigen wir auch gleich schon wieder ab. Bereits zum Abstieg wieder. Jetzt nachher dunkel wird. Anna, jetzt geht's zurück in die Kälte, oder? Ja, die letzten Sonnenstrahlen für heute. Da geht's runter in den Schatten. Aber jetzt schön langsam fokussiert. Ja, voll jeden fokussiert. Tritt, wollen die Tritte kontrollieren. Jeden Schritt und Gesicht zum Schnee. Ja. Und da Pickel schön tief rein, dann sind wir ruckzuck unten ohne Probleme. Ja Leute, das war die Alpspitze über die Nordwand-Ferrata im Winter. We made it. Gut Mega. Gemacht. Gut gemacht. Hammer. Hat es dir gefallen? Ja, sehr. Aber es war auch ein bisschen aus der Komfortzone raus. Es gab ein paar Stellen, die waren sehr herausfordernd. Wo ich dachte auf dem Hinweg, oh Gott, wie soll ich das auf dem Rückweg machen? Aber Step by Step und mit der Sicherung, auch das für euch echt wichtig. Macht es nicht einfach nach und denkt, ihr kommt dann mit Grödel und so hoch. Es ist absolut wichtig, das Equipment dabei zu haben. Helm. Mhm. Ich war auch froh um das ganze Klettersteigset und dass Tobi mich sichern konnte. Also nicht einfach nur zum Spaß an der Freude mal losgehen. Ganz wichtig genau. Für euch. Genau, also es kommt immer halt auf Erfahrungen, Verhältnisse an und alles. Aber allein, dass wir jetzt hier alleine sind, oder? Oben war mega diese Blue Hour und total geil. Also was soll man dazu sagen? Das ist einfach mega cool. Ja, nur zur Info, warum ihr euch gewundert habt, ich fahre da drüben nicht ab. Dass wir hier erstens zusammen sicher runterkommen. Die Anna geht jetzt noch kurz zum Osterfelder. Packt ihre Sachen, ich warte hier, schau, dass sie bis zum Felsspalt kommt und dann überhole ich dich und den Rest, das ist ja dein tägliches Lauftraining. Genau, das weiß ich dann eher. Also easy. Stirnlampe dabei. Das kann man sehr gut verantworten. Ja. Und genau. Ja, hat Spaß gemacht, danke dir an der Stelle. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank. An die Kombi, Trailrunner und Skibergsteiger. Ja, hat riesen viel Spaß gemacht. Genau, also. Auch die Ruhe, die du weg hast, also wirklich immer ganz entspannt, aber sehr sicher, das war top. Dankeschön. Okay, dann dir alles Gute. Schaut mal bei der Anna vorbei auf ihren Kanälen. Ich verlinke das Ganze, wie gesagt. Und dir wünsche ich noch einen guten sportlichen Winter. Dir auch, Tobi. Genau, verletzungsfrei und gesund in der Corona-Zeit. Genau. Ja, lasst es euch gut gehen. Danke fürs Zuschauen. Ciao.